you go. Flashing fever from your eyes. Hey, babe, come over here and shove them tight. I'm not tonight. We're flying above the ocean. Take my hand, don't let me fall. You've such amazing grace. I never felt. Hat hier schon das ein oder andere Mal das Studio zum Kochen gebracht. Bei dieser Performance sieht man halt deine gesangliche Kompetenz an. Ich finde, Nico ist jetzt in die echt unglückliche Position, wo einfach beide Stühle sind besetzt und der muss sich entscheiden. Und die Entscheidungen sind einfach nicht mehr da. Also ich weiß nicht, wie du es machst. Yvonne, das war ein starker Auftritt, oder? Ja, also ich persönlich finde, wenn man jetzt entscheidet zwischen den dreien, ne, weil du hast wirklich noch zwei sehr, sehr, sehr starke Talente da oben sitzen, dass es natürlich bei The Voice auch um Potenzial geht. Was schlummert da noch so? Was können wir da noch rausholen? Und Emotionen, das ist halt so die Grundlage. Und da muss ich sagen, finde ich die beiden, die oben sitzen, so stark, dass ich, weiß ich nicht, also fände ich jetzt schwierig, da jetzt zu entscheiden, ob du weiter bist. Ja, schwierig ist da schon ganz gut gesagt. Du hangelst dich hier von einer schwierigen Entscheidung zur nächsten. Aber wir geben dir ein bisschen Zeit. Sag doch erstmal was zum Auftritt, Nico. Erstmal, Pamela, as always, einfach unglaublich. Und ich glaube, so eine Stimmgewalt, die wünscht sich jeder Sänger. Wenn man dich jetzt so auf der Bühne sieht, denkt man sich, wow, was für eine Stimme. Und die Noten alle perfekt. Aber dieses Quäntchen Gefühl fehlt mir dann immer wieder und dieses Gefühl darf niemals weniger sein, als dieses Potenzial zu singen und die Noten zu treffen. Tja, bekommt Pamela von dir die Chance aufs Halbfinale? Bekommt sie einen Hot Seat? Ich finde, die beiden da oben, in denen schlummert dieses Potenzial, wo es noch zählt, dass man ein bisschen mehr das ausbuddeln kann und muss. Und bei dir finde ich, dass du so eine Stärke hast und das muss einfach gesehen werden. Aber ich habe leider keinen Hot Seat für dich. Thank you, Nico. Echt so ein toller Auftritt hier oben, so eine tolle Energie. Ich verneige mich vor dir. Dankeschön. Thank you. Unser All-Star Pamela Falcon. Vielen Dank.